Wir haben es getan. Brechen wir ab. Wenn wir jetzt kein Wasser haben, dann haben wir wirklich ein Problem. Oh, ich hoffe. Alles mal ausgepackt. Ja. Das war's. Rein in den Arm. So, das Abenteuer geht weiter. So, wir haben es getan. Die erste in diesem Jahr. Wir sind aufgebrochen. Mein Hut ist noch auf dem Fahrrad, sicher verstaut. Und wie fängt man eine Reise an? Mit einem Radler. Und einer schönen Lucky Strike. Und einer Zigarette. Und Lucky Strike hat er nicht gesagt. Da bezog er sich auf was anderes. Ach beim so. Bowling. Ja, er meinte ja. Bowling. Ja, ja. Ich bin glücklich. Genau. Bei Rauchen lehnen wir grundsätzlich ab. Ja. Grundsätzlich. Ja. Aber so geht's los. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns. Viele sind es nicht. Dann suchen wir unseren Spot. Checken erstmal, ob das mit dem Grey-Filter funktioniert, dass wir sauberes Wasser haben. Und von dem, also das ist unser erster Punkt. Sauberes Wasser ist quasi Tagesziel Nummer 1. Sollten wir das haben, geht die Reise weiter. Ansonsten brechen wir ab. Aber ich denke nicht. Ich denke, es wird klappen. Gut. Wir sehen uns dann am Spot. So, wir sind angekommen und haben einen coolen Spot gefunden. Wir sind hier so ein bisschen abseits. Versteckt im Schatten. Wir haben schon eine Sache verloren, und zwar meinen Hut. Ihr müsst jetzt auf eine alternative Kopfbedeckung schauen. Ist aber nicht so schlecht wegen der Sonne. Und ja, was cool ist an diesem Spot, ist, dass wir haben ja so ein Gefälle, hier geht es ziemlich steil runter. Und hier oben ist aber wie so ein kleines Plateau. Hier werden wir jetzt unsere Zelte aufbauen. Und das Erste, aber was wir jetzt machen wollen, ist checken, ob der Wasserfilter funktioniert. So, hier ist er jetzt, der Grey Wasserfilter. Ich habe erst den Filter ausgetauscht, weil der letzte war jetzt 2 Jahre alt. Ich hoffe, jetzt ist auch wirklich einer dran. Glück gehabt. So, wichtig ist jetzt bei diesem Filter, ist, dass wir das hier aufmachen, damit, wenn jetzt hier Wasser ist und wir den hier durchdrücken, die Luft auch nach oben entweichen kann. Sonst wird es nicht klappen. Tja, ich bin jetzt tatsächlich ziemlich aufgeregt, weil es ja wirklich so ist, wenn wir jetzt kein Wasser haben, dann haben wir wirklich ein Problem. Hier sieht man ja schon einen Haufen Schwebstoffe drin. Auch ein kleines Teilchen. Das sind jetzt 750 Milliliter, die in dem. Jetzt einfach die Arme gerade machen mit dem Körpergewicht. Und dann lässt man den Körper für sich arbeiten. Okay, das müsste es jetzt schon gewesen sein. Jetzt gucken wir mal rein. Aber ich hoffe, dass das jetzt gut ist. Oha. Oh, was? Krass. Na dann. Okay. Ich mache jetzt den Test. Reicht, wenn es einen von uns scheiße sieht? Da warten wir 20 Minuten. Geschmacklich? Tipptopp, richtig gut. Was ist denn hier los? Ich predikte mal, das wird funktionieren. Nehmen wir mal einen größeren Schluck. Okay, 20 Minuten später sehen wir uns nochmal. In der Zeit, wo wir jetzt warten, ob ich das Wasser gut vertrage, habe ich mal ein kleines Loadout gemacht, alles mal ausgepackt und für euch ein bisschen sortiert. Wir gehen mal von links nach rechts. Hier haben wir ein 3x3 Meter Tarp. Falls es regnet, können wir das spannen. Das hier ist mein Zelt, ein Ultraleitzelt, wiegt ungefähr 1,5 Kilo. Bei eBay tatsächlich habe ich das erstanden, weil das gar nicht so offiziell als Ultraleitzelt geführt wurde, aber es wiegt halt, wie gesagt, nur 1,5 Kilo, ist mega. Kleines Handtuch, kommt ein bisschen hier mit rüber. Dann haben wir Schnüre, ein Messer, eine Klappsäge, Stirnlampe. Und dann gehen wir weiter in Richtung Essen und Ernährung. Das Wichtigste ist natürlich Wasser. Schon mal ein Liter Wasser noch drin, noch ein Liter Wasser auf dem Fahrrad. Und jetzt getestet, ob der Grey-Filter funktioniert. Das tut er, das ist super. Also für Wasser haben wir alles da. Das ist super. Da können wir also bleiben. Dann hat Trey, da ist er, macht gerade seinen Zeltplatz ein bisschen. Er fegt gerade den Wald. Trey fegt gerade den Wald. Hat sicher, auf Nummer sicher hat er sich überlegt, wir nehmen 2 Y-Foods mit. Aber eigentlich wollte ich heute mal probieren, diese neue Decathlon-Tracking-Nahrung. Das ist hier Reis Chicken Curry. Mal gucken. Da kommt 250 Milliliter warmes Wasser rein, dann bleibt das in der Tüte. Mal schauen, ob es schmeckt. Frühstück haben wir Porridge, auch für 250 Milliliter Wasser. Dann haben wir noch gebratene Nudeln. Und dadurch, dass wir diesen Grey-Filter haben und hier unten noch den Kopfbedeckung,
Kochbecher dran, den wir übers Feuer hängen können mit diesen Fischmaulspreizern hier drin. Zeige ich dann. Haben wir wirklich alles, was wir brauchen. Das ist schon mal super. Also wir brauchen kein Durstleiden und kein Hungerleiden. Und schlafen tun wir hier. Mein Schlafsack. Wo ist eigentlich mein Schlafsack? Links über deinem Kopf. Der hängt hier am Baum, ne? Das ist der Carinthia Defense. Den habe ich mitgenommen. Ich glaube, der wird fast zu warm sein. Dann haben wir hier eine Isomatte. Und falls es heute Abend wirklich kalt werden wollte, nochmal Jacke und Pullover. Und eine kurze Hose, falls wir nachher baden gehen wollen. Ansonsten habe ich mir überlegt, mache ich ja heute alles auf lang. Auch die Socken auf lang, wegen Zecken und ja. Trey hat sich für das Programm entschieden. Aber du kommst bisher kommst du gut zurecht, ne? Super, ja. Wichtig ist, dass du halt immer mal guckst wegen Zecken und so. Ja, mach ich. Beim nächsten Mal vielleicht Beine rasieren. Noch besser, damit. Die Viecher nicht so in, da haben sie es auch einfach leichter. Kein Grip. Ach so, du meinst, sie rutschen ab? Naja, so können sie sich doch hier schön festhalten am Härchen. Also ich habe mich extra nicht rasiert, weil ich das Gefühl hatte, die Mücken haben es dann schwerer. Später, nachdem ich jetzt schon 20 Minuten gewartet habe, ist Trey hier Versuchsperson Nummer 2. Das riecht nach gar nichts. Das ist Wahnsinn. Das ist Elbewasser eigentlich, ne? Ja. Naja. Wir sind hier gar nicht so weit weg vom Bitterfeld, ich sag's nur mal. Ja, also da hat Grail wirklich was Geiles auf den Markt gebracht. Das ist der Grail Ultra Press. Yeah. Ja, die Zähne husche. Also, es mag komisch klingen, aber uns freut das wirklich. Mit dem Gewitter, das ist wirklich cool. Vorkehrungen haben wir jetzt soweit getroffen. Ein bisschen Feuerholz haben wir auch schon. Es ist nicht viel, aber es liegt erstmal am Trocknen. Das war Trey's Idee. Das war sein erster Survival Point. Das war eine gute Idee. Regnen, da haben wir ein Problem. Ey. So, ich zeige euch kurz unser Lager. Ja, wir wollten halt einfach irgendwie ein bisschen. Wie sagt man denn, den Kognito unterwegs sein? Ja, unser Lager ist genau hier. Die erste Baumschicht, das erste Blätterdach. Tada! Da sind wir schon. Hier sind unsere Lebensmittel drin. Das ist quasi der wichtigste Beutel neben dem Wasser. Der Grailfilter steht ja da, der hat wunderbar funktioniert. Wir haben alles voll jetzt mit Wasser, die Flasche von Trey ist voll. Die hat er heute auch erst neu erstanden, das gut steht. An der Kasse. Für einen Zehner. Ja, alles an der Kasse. TK Maxx. Beste Leben. Genau, hier haben wir ein Ground Sheet. Das ist die Elefantenhaut von der Bundeswehr. Da können wir hier ein bisschen sitzen und werden nicht so schmutzig und man hat eine saubere Fläche. Das ist immer gar nicht so schlecht. Hier eine einfache Isomatte, die aber aufgrund dieser vielen kleinen Fächer hier liegt sich sauber bequem. So, das ist ja auch quasi ein Ellbogen, wenn er neben dem Körper liegt, hier so ein bisschen einrasten kann und rutscht dann auch nicht runter. Das ist schon nicht schlecht. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Also meine Schlafsackhülle ist jetzt meine Jacke gefüllt, abend drin. Die ist dann gleich sozusagen Kissen. Und hier ist mein Neopatch. Jetzt zugreifen. Ja. Den gibt es noch nicht offiziell, aber vielleicht, wenn es euch interessiert, vielleicht wird es mal was. Genau, Carinthia Defense 4. Und mehr gibt es eigentlich zu meinem Zelt gar nicht zu sagen. Werde ich das erste Mal drin schlafen heute Nacht und warum berichten, wie es war. Geh mal rüber zu Trail, das ist das Miltech One Man Raccoon. Also, Miltech wird ja oft Miltech genannt, weil das wohl alles sehr günstig ist. Jetzt oben, jetzt kommt ja ein bisschen die Witter. Aber das Zelt, muss ich sagen, ist mega. Mega, mega geil. Wie fühlt es sich für dich an, Trail? Ich habe noch nicht drin gelegen, aber ja. So vom ersten Einrichten und so ist genug Platz da und ich glaube, das wird gemütlich. Wir können ja mal anfangen mit dem Aufbau. Der Aufbau ist halt sehr leicht. Es sind insgesamt drei Stäbe, zwei über Kreuz und einer hier so quer. Und dann gibt es eine Außenhaut, die man über diese Klicker hier einfach festmacht. Das geht, ich denke, man braucht 10 Minuten, wenn man es einmal gemacht hat. Genau. Denke ich auch. Dein Isomat hast du schon drin, dein Rucksack. Bei dir ist alles in Trocknung sozusagen. Das Schöne ist, du hast hier eine Mückengase, das heißt, du kannst die äußere Tür offen lassen und kannst hier die Aussicht genießen. Ne? Das ist ja nicht schlecht, weil die Aussicht ist in dem Fall so. Das ist schon ein bisschen geil. Das ist doch nicht schlecht. Ja, das ist wirklich gut, ja. Ja. Und das Tarp? Ich glaube, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, aber was haben wir heute hier? Weil wir sind echt beeilt. Wir sind angekommen im brütenden Sonnenschein, haben geschwitzt wie die Schweine, haben angefangen aufzubauen und sofort kam das Gewitter und es regnete und wir hatten noch gar nicht. Alles im Trocknen und dann ist uns eingefallen, Mensch, wir haben Spanngurte an den Fahrrädern. Wir hängen das jetzt hier einfach ultra schnell mit den Dingern in die Bäume.
Das machen bestimmt viele Leute so, aber mir ist es heute erst eingefallen. Und ich glaube, wie du schon sagst, die Spannworte, die werden mich noch öfter begleiten jetzt. Ich glaube, das ist ziemlich geil. Es geht schnell, es nimmt keinen Platz weg. Guck, sehr, sehr cool. Ja. Wir gucken mal, wie es über Nacht ist, wenn der Wind da richtig reingeht, aber ich glaube, das wird halten. Ja, das ist unser Lager. Und dann haben wir heute nicht mehr viel vor, außer ein bisschen kochen und chillen. Und die Natur mal gucken, wie es uns geht. Weil wir haben keine Musik, wir haben keine Laptops, keine Computer, keine Ablenkung. Wir können uns nur in Echtzeit unterhalten heute und der Natur zu hören. Das ist es. Und ich glaube, es reicht auch. Ich glaube, es wird gut. Das wird heute Abend unser Spot fürs Feuer, weil wir hier direkt am Wasser sind. Das heißt, wenn irgendwas schief gehen sollte, haben wir direkt die Möglichkeit, alles zu löschen. Und was auch so cool ist, wir wollen hier nachher kochen. Und wir haben hier die Gewürze schon direkt mit dran stehen. Das hier ist Schnittlauch und es steht am Ufer hier so ziemlich überall. Wenn man ein bisschen näher rankommt, sieht man es auch. Und auch die Blüten. Kann man Schnecken schmecken wie Zwiebeln, ein bisschen scharf. Richtig lecker. Richtig, richtig cool. Wir gehen jetzt mal eine Runde spotten. Oh, ihr schönes Licht. Obwohl die Wölkchen kommen, Freunde. Zum Glück. Der war ganz stark. Hier wolltest du eigentlich hin ursprünglich? Ja, irgendwie so beachy, aber ich sag dir, unser versteckter Spot ist viel besser. Wenn man jetzt hier rüber guckt, da sind wir halt, ne? Da ist unser Lager. Da hinten. Irgendwo hier ist unser Lager. Oh, der war doch perfekt. Am du da immer in die Patre. Naja, ne. Oh, das ist ein Sound. Diese kleinen Dinger. Kommen wir vielleicht morgen früh mal. Oder vielleicht noch heute Abend. Nach oben hast du gesagt? Und Spin. Und Spin. Oh, fuck. Zwei. Stein. Also diese Steine hier, die kennt bestimmt jeder. Und wenn man die bricht, das können wir hier bestimmt gut machen, entstehen hier ultra scharfe Kanten. Das heißt, wenn man mal kein Messer hat, nimmt man so ein Steinchen. Und hier haben wir auch gleich ein Holz liegen. Ne? Also das ist schon, da muss man auch ein bisschen aufpassen, wo man dann anfasst, damit man sich nicht schneidet. Na gut, das war jetzt einfach gebrochen. Aber vorher, ja, da geht was. Aber hier noch mal eine scharfe Kante. Wenn man sich noch ein bisschen auskennt hier und weiß, wie man da ansetzt, dass man die Bruchkanten ein bisschen steuern kann, dann kriegt man mitunter auch Pfeilspitzen oder sowas. So wirklich Faustkeile ähnliche Sachen. Aber das kannst du ja mal drüber. Da musst du aufpassen. Das ja, ist voll. Das ist krass, ne? Na, vor allem, wenn du die dann eigentlich noch so ein bisschen dir noch mal mehr zurechtschleifst, ja, kriegst du noch ein besseres Ergebnis, aber ist geil. Es hat ein bisschen was von Jugend. Alter, geil. Geil. Warte, noch nicht pusten. Ja, ein bisschen hätte ich pusten müssen. Der würde so aus, ja. Okay. Mal, da ist doch heiß gerade. Ja. Oh yeah. Sieht aus.
rutscht. Hat geklappt? Teamwork. So, jetzt ist es soweit. Jetzt probieren wir das hier mal aus, das gute Stück. Von Decathlon. Ich weiß nicht, ob es deren Hausmarke ist. Vorklass. Hier sind wir schon am Feuer. Das Wasser ist in der Tasse. Ich denke mal, es wird auch nicht mehr lange brauchen, bis es am Siedepunkt ist. In der Zeit können wir das hier schon mal aufmachen. Ich habe mir nie Tracking-Tools gekauft. Ich glaube, das kann man sich eben eigentlich auch selber machen. Aber hier ist halt der Vorteil, dass das in der Tüte passiert. Mhm. Oh, das scheint wirklich das Fleisch zu sein. Mhm. Nimm mal was raus, ja? Oh. Riechen tut es echt gut. Willst du auch mal schnuppern? Oh ja, nach Curry. Riecht nach Curry. Nach Chicken Curry. Also ich fand vom Preis her ziemlich intensiv. Das hat ja jetzt wirklich 7 Euro gekostet. So. Mach ich das mal zu hier. Oha. Ich rühr's nochmal um. Das ist eine Reispfanne, Chicken Reis. Das Fleischstück ist jetzt auch richtig. Noch mal einen ersten Geschmackstest. Ja. Hm. Ich finde es ein bisschen lasch. Willst du auch mal reintauchen? Mhm. Hm. Könnte ein bisschen Bums haben. Hm. Ansonsten geht schon klar. Ich finde es relativ lasch und relativ teuer. Auch wenn Decathlon jetzt dann nicht meine Freunde sind. Aber ist halt, also ich glaube, es wird mich satt machen. Aber ist nicht der Bringer. Aber ich probiere mal weiter. Ja. So, jetzt hat der Abend ist. Jetzt ist der Abend angebrochen. Licht ist am Start. Die Mücken werden jetzt auch wirklich krass aggressiv hier. Aber das soll uns mal nicht stören. Feuer ist so am Ausklingen. Und Trey auch. Chef versucht sich mit Autan zu retten. Aber ey, das ist einfach brutal. Die Mücken, denen ist das völlig egal. Das ist halt ihre Wir hier. Und ja, jetzt wird es langsam dunkel und dann kommt die Nacht. Die Vögel sind auch schon ruhiger geworden. Es gibt noch ein paar Letzte, die zwitschern, aber der Rest ist schon zur Ruhe gekommen. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee, ohne Koffein, weil sonst kann ich auch nicht schlafen. Und ja, ich glaube, dann gehen wir so langsam in unsere Zelte und gucken mal, was die Nacht mit uns macht, sozusagen. Und ob wir das Wasser, wir haben heute bestimmt mit diesem Filter hier, zeig noch mal kurz, bestimmt, naja, so 10, 15 Liter bestimmt locker durchgedrückt heute, wa? Und natürlich haben wir das dann auch für die innere Verwendung benutzt. Bis jetzt geht's uns gut. Und bis jetzt geht's uns gut. Wir schauen mal. Also auf jeden Fall kommt heute Nacht
aus dem Zelt eine Nachricht, falls irgendwas passiert. Ansonsten sehen wir uns morgen früh und wir sagen jetzt schon mal gute Nacht. Jetzt mal. Oh, ich hatte ja gesagt, ich bin die andersrum so. Ich hatte ja gesagt, ich melde mich mal aus der Nacht. So wie das für meinen Körper üblich ist, musste ich jetzt schon das erste Mal pinkeln gehen. Dass er hier bergab geht über Steine, war das jetzt barfuß ein ziemliches Experiment, aber ich bin heile zurück. Ich glaube, ich habe so 1-2 kleine Schnittwunden am großen Zeh und der kleinen Zeh, aber alles gut. Und ich glaube, Trey? Ja, Trey ist auch noch wach. Und hier in der Nähe ist irgendwo ein Feuerwerk. Also es ist nicht ganz so Wildnis, wie wir uns das dachten. Aber das macht nichts. Na, wir versuchen jetzt trotzdem weiter zu schlafen, aber mein Körper ist völlig an. Bei jedem Geräusch, da hier im Wasser sind wahrscheinlich ab und zu mal so Fische oder sowas, da bin ich sofort wach. Oder wenn hier irgendwas knistert, irgendwas knackst oder Trey fängt an zu schnarchen. Ne? Nee, macht er nicht. Der schnarcht ja auch nicht. Aber es reicht, wenn er sich auf der Matratze da umdreht oder so. Ich bin auf jeden Fall da. Ich registriere es und bin dann wach. Nee, macht Spaß. Ist gut. Naja, gut. So, Licht aus, bis später. Es ist jetzt, glaube ich, 0 Uhr und ein paar zerquetschte. Also alles noch völlig im Limit. Ja. Und ich glaube, so meine Augen, das erkennen, sehe ich auch richtig gut aus. Richtig gut. Gute Nacht. Morgen. Das ist 5:30. Und ich bin, glaube ich, wach. Also. Ja, Sonne ist aufgegangen, es scheint. Ich höre so ein bisschen ins Zelt rein. Und ich habe tatsächlich geschlafen, ja. Immer mal so ein paar Stündchen und dann doch wieder wach. Aber es ging trotzdem ganz gut. Jetzt werde ich mal so aufstehen, glaube ich. Mal gucken. Wie es hier aussieht vor dem Zelt. Guten Morgen, nochmal zum zweiten Mal. Ich bin jetzt unterwegs zum Kiesberg, da wo wir gestern, das habt ihr nicht gesehen, aber da waren wir gestern baden, weil man da so eine Stelle hatte, wo keine Steine sind, so wie hier, sondern tatsächlich so ein bisschen Sandstrand. Und ich will aber noch ein paar Geräusche aufnehmen und vielleicht später aus diesen Geräuschen mal Musik machen. So, jetzt gehen wir baden. Wir wollen hier eintauchen und da drüben ist so ein Sandberg. Da waren wir gestern schon. Da wollen wir auftauchen. Und da wollen wir uns wieder. Jetzt lassen wir uns da mit der Strömung mal dahin treiben. Wir haben Schuhe an. Ja. Das war's, let's go. Steine und so. Oh, krass. Das ist immer ein sehr seltsames Gefühl. Mit Schuhen ins Wasser? Das ist immer so, dass Mutti sagt, nein. Schuhe. Das macht man aber nicht. Das ist die nächste Woche wieder zu Deichmann. Oh. Seht? Ja, ist geil. Oh, die Strömung. Das zieht dann aber auch ein bisschen weg, Junge. Ja. Oh. Also man kann auf jeden Fall weit reinlaufen. Es ist krass. Krasser als gestern dann, ja. Sackhöhe! Ich kann mich halt nicht gut halten, ne? Halt die Strömung hier. Komm.
nicht. Oh. Einfach auch mal loslassen. Oh, das war leicht, der Jungs, geredet. Oh, herrlich. Rein in den Aal. Oh, Alter. Treibsand, Junge. Du hattest die Schuhe ja schon mitgenommen, damit du damit zurücklaufen kannst, ne? Nee, eigentlich für den Einstieg ins Wasser, ehrlich gesagt. Ehrlich, ja? Ja. Achso, ne, ich dachte hier wegen zurücklaufen, wegen auf Barfuß kein Bock und so. Nö, ich zieh dich gar nicht an, ich entsande noch ein bisschen. Ja. Nee, ich hatte echt Panik da rein, dann glitschige so eine Steine in nass, dann hatte ich viel Spaß. Ja, das wäre in der Tat nicht so günstig. Mensch. Ich kann dir nur so aus meinem momentanen Erfahrungswert her sagen, ja, dass es jetzt angenehm ist mich. So, na gut. Wir sehen uns wieder beim Kaffee trinken. Boys and girls. Wasche mit Asche. So. Das ist schon. Das kann sich doch sehen lassen. Jetzt gibt's gleich Frühstück. Unser Platz ist beräumt, den zeige ich euch auch noch. Alles immer so hinterlassen ist so mein Ziel, dass man nicht so wirklich viel mitbekommt, dass hier jemand war. Also hier steht noch ein bisschen Equipment. Das sind die krassesten Spuren von gestern hier. Diese Steinchen, die nehme ich auch mit. Die kommen in meine Tasche. Mal gucken, die finden bestimmt einen kleinen Platz. Die sind so ganz leicht wie Holz, hatten wir festgestellt gestern. Ja, da bin ich ein kleiner Sammler, deswegen nehme ich das mit und das Stück hier auch. Mal gucken, wo das seine Heimat findet. Ja, ansonsten ist hier wirklich alles beräumt. Hier ist kein Müll, nichts mehr da. Alles weg. So soll es auch sein. Damit die unbezahlte Werbung auch nicht zu kurz kommt in dem Video, machen wir jetzt hier Y-Food Schoko. Jetzt gucken wir mal. Mmh. Oh, das schmeckt aber wirklich gut. Kannst du dir mal geben, ne? Mhm. Das ist gut, das ist lecker. Ich hatte mal so Zeiten, da habe ich mir einen 1 Kilo Becher Haselnusspudding gekauft und den auch direkt so gegessen. Habe ich immer noch die Zeiten. So ein Monte XXL, ja, sowas. Schiebe ich weg. So schmeckt das. Ist krass. Hier, guck mal. Also hier war ich dran, wenn du so drehst. Oh ja. Oha. Das ist lecker, ne? Das ist ja geil. Wenn es dann noch satt macht, ist ja perfekt. Das finden wir jetzt raus. Mhm. Satt. Man hat ja innerhalb kürzester Zeit das im Magen, das Volumen hier. Ich glaube, deswegen wird man dann auch satt. Also für unterwegs super, für Radreisende auch richtig prima. Und ansonsten, das geht schon. Kaffee ist da. Also, Trey, ich muss sagen, mein Resümee. Bisschen. Naja, ich stelle das nochmal hin. Ist mir eine Spur zu warm. Also für das erste Kontakt aufnehmen hier draußen war das schon phänomenal. Hat sehr gut geklappt, alles. Ich hatte viel zu viel Equipment, glaube ich, dabei. Wie das immer so ist, ne? Ich brauche eigentlich nur ein Kochgefäß zum Beispiel, obwohl mit der Kanne und der Tasse, das war eigentlich ganz okay. Nee, das lasse ich mal so. Ich hatte zwei Jacken mit, ich hätte gar keine gebraucht. Das kann ich schon mal sagen. Und der Pullover war Gold wert, der war gut. Als Kissen auch. Und als Kissen, wenn es doch mal kalt wird, ne? Ich hatte eine kleine, ich weiß auch nicht so wirklich warum, ich wollte ja mich in der Nacht hier hinsetzen und Musik von der Band Heilung hören.
Brauchst du nicht eigentlich. Braucht man nicht, weil Heilung ist hier genug. Heilung ist hier am Start. Die Vögel, das Wasserrauschen und was auch immer. Also man braucht keine Technik weiter, außer jetzt hier was zum Filmen, was wir dokumentieren wollen. Ich hatte mehrere Messer bei, die hätte ich auch nicht gebraucht. Die Klappsäge hätte ausgereicht mit einem kleinen Messer. Ich hatte mir auf der Hinreise den Hut verloren. Und da hinten liegt er. Ich guck mal. Jawohl! Zack. So, das Abenteuer geht weiter. Wir haben ja den Hut wiedergefunden. Aber sag mal so, das Live hat gleich mal einen kurzen Platten reingedrückt vorne. Wir müssen eine kleine Flickung machen. So. Normalerweise würde man sich über sowas ärgern, aber es war halt geil, weil wir sind ja zum Testen hier draußen und ist natürlich hier, wir lassen das nicht hier liegen auf dem Weg, nehmen wir natürlich mit dem Müll hier zusammen, das entsorgen wir gleich in der Stadt, da gibt es irgendwo einen Mülleimer und geil, hat gut geklappt, das heißt, dafür sind wir auch gewappnet, ne? Und diesen Impuls, wenn man was hat, ach, nimm mal lieber mit, in dem Fall war es der Richtige und das ist schon mal gut, ich glaube, das mag man. So, aber jetzt verabschieden wir uns mit dem letzten Stück Banane. Denkt dran, die Natur ist unser Freund und nicht unser Feind. Und darum halten wir den Wald und alles drumherum schön sauber. Niemals Augenkontakt beim Abbeißen einer Banane. wie war denn das eigentlich? Red mal ein bisschen lauter wegen Wind. Ja. Und denk daran, der Wald ist unser Freund und nicht unser Feind und darum halten wir den Wald, jetzt. Zugriff, Breaker, 1, 2, 3, 4. Da bin ich nicht dran. Ich war auf jeden Fall schon im Türkei-Urlaub, so sehe ich aus. Hattest du Aufnahme aktiviert, Trey? Ja. Nee, irgendwie nicht? Doch. Aber ich habe jetzt auf Aufnahme gedrückt. Was?